Verschleppung strafrechtlicher Ermittlungen gegen Annalena Baerbock. Im Rechtsstaat. Ja, in einem Rechtsstaat, Frau Roth. Genau, in einem Rechtsstaat. Und was die CDU eigentlich damit zu tun hat, das und vieles mehr erfährst du heute in diesem Video. Es geht um die Passfälscher-Affäre aus Afghanistan und das Strafverfahren gegen Frau Baerbock mit dem Aktenzeichen 23JJS3173-23. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht heute um eine Geschichte, die ist schon ein Jahr alt, aber die Zeitung hier hat sich nicht nehmen lassen, aus gegebenem Anlass heute bzw. gestern nochmal nachzufragen. Und es gibt hier neue Erkenntnisse ohne neuen Sachstand. Worum geht es eigentlich im Detail? Es geht um die Visa-Affäre. Ihr erinnert euch vielleicht, es ist schon über ein Jahr her. Mohammed G., von dem wir bis heute weder wissen, ob sein Name korrekt ist oder ob er wirklich aus Afghanistan stammt, sollte ein humanitäres Visum für Deutschland bekommen. Sein Pass stellte sich allerdings auf der Botschaft in Islamabad als gefälscht raus. Eine angebliche Geschichte, die er erzählt hat über die Verfolgung der Taliban, erweist sich als widersprüchlich. Für dich und mich sind das Gründe genug, für jemanden die Visavergabe zu stoppen und zu sagen, es liegen hier zu viele Ungereimtheiten vor, wir können hier kein Visum ausstellen. So dachten auch die Mitarbeiter der Botschaft in Islamabad in Pakistan, doch das Auswärtige Amt in Berlin, es sah sich genötigt, die Kompetenz der Botschaft vor Ort in Frage zu stellen und es gab eine schriftliche Arbeitsanweisung, wo es wirklich heißt, Zitat, falscher Pass, hin oder her, Zitat Ende, kein Spaß, das ist wirklich in einer E-Mail vom Auswärtigen Amt in Berlin an die deutsche Botschaft in Islamabad geschrieben worden. Ein Beamter wollte aus dem Referat 509 für Visa-Einzelfälle hier eine Arbeitsanweisung schreiben an die deutsche Botschaft in Islamabad. Nachdem dann der Cicero letztes Jahr darüber berichtet hatte, gab es mehrere Strafanzeigen. Deswegen fordere ich euch manchmal auf, stellt einfach mal Strafanzeige, denn dann können sie nicht anders. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Fall geprüft in einem Vorermittlungsverfahren, wie sie das auch bei Herrn Büstron tun, immer noch zum Beispiel. Und sie haben dann ein Strafverfahren eingeleitet mit dem Aktenzeichen 235JS3173-23. Und die Zeitung hat jetzt hier nachgefragt, das Verfahren ist von letztem Jahr, also über 12 Monate alt. Und Cicero wollte wissen, was es denn jetzt Neues gibt in diesem Verfahren. Zitat, kein neuer mitteilungsfähiger Sachstand. Ja, genau. Es gibt nichts zu berichten, denn die Staatsanwaltschaft, sie hat anscheinend nicht ermittelt. Kein mitteilungsfähiger Sachstand heißt am Ende, das Verfahren ist weder eingestellt, noch hat sich der Verdacht erhärtet, beziehungsweise es gibt auch keinen Strafbefehl, es gibt auch keine Anzeige, offiziell wird also weiter ermittelt. Wir kennen das Ganze von Nord Stream und unserem Generalbundesanwalt. Man verschleppt dann gewisse Dinge so lange, bis sie nicht mehr interessant sind. Das Spannende an der Sache ist, das Auswärtige Amt weiß angeblich bis heute nichts von diesem Verfahren, was schon über ein Jahr dauern soll. Denn das Auswärtige Amt hat hier geantwortet auf eine Nachfrage von Cicero und da heißt es, Zitat des Auswärtigen Amtes, die Staatsanwaltschaft hat weiterhin keinen Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in dieser Angelegenheit aufgenommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Jetzt geht es hier allerdings noch weiter. Der Cicero vermutet hier die Verschleppung eines strafrechtlichen Verfahrens gegen Annalena Baerbock, um die Grünen hier zu verschonen. Sie schreiben auch, dass Frau Baerbock sich ja für eine großzügige Aufnahme von eben diesen Afghanen ausgesprochen hat und schon die ganze Zeit einsetzt. Sie schreiben selbst, dass das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan läuft, nachdem es zwischenzeitlich mal unterbrochen wurde. Aber es gibt die ganze Zeit Zweifel an den Sicherheitsüberprüfungen der Antragsteller zum Beispiel. Und in dem aktuellen Mordanschlag von Mannheim hat sich Frau Baerbock auch gegen Abschiebung von Straftätern in den Taliban-Staat ausgesprochen. Das Interessante kommt jetzt. Die Zeitung hat natürlich die zuständige Justizsenatorin in Berlin befragt, Felor Badenberg. Wer ist Felor Badenberg? Nun, sie war mal Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie ist Verwaltungsjuristin mit iranischen Wurzeln. Und sie ist vor kurzem der CDU beigetreten. Und sie ist im Gespräch als Nachfolgerin für Herrn Haldenwang beim Bundesamt für Verfassungsschutz.
Sie ist in der engeren Auswahl, die neue Präsidentin eben zu werden. Und da kommt es besonders schlecht, wenn man gegen eine amtierende Ministerin im Amt hier strafrechtliche Ermittlungen vorantreibt. Cicero schreibt hier selbst, dass Felor Baddenberg selbst aus politischen Gründen auf der Bremse steht, um Baerbock zu schützen, ist eher unwahrscheinlich. Aber woran hakt es denn? Nein, lieber Cicero, das ist sehr wahrscheinlich, denn wir wissen in diesem Land, dass die Justizminister ihr Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten und Richtern auch ausüben. Sie machen das auch wirklich. Und hier ist es ganz klar der Fall. Hier gibt es strafrechtliche Ermittlungen gegen Frau Baerbock und die Staatsanwaltschaft, die lässt das im Sande verlaufen. Denn die Chefin der Staatsanwälte, die Justizsenatorin von Berlin, sie möchte gerne vom Innenministerium auf den Sitz von Herrn Haldenwang gesetzt werden. Und da wäscht eine Hand die andere und vor allem eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber Frau Baerbock hat ja noch das kriminelle Hawala-Banking benutzt. Dazu hatte ich ein Video hier, falls du es nicht gesehen hast, schau es dir gerne an. Da habe ich auch schon euch aufgefordert dazu, zeigt Frau Baerbock an wegen Beihilfe zur Straftat, wegen Beihilfe zur Geldwäsche, wegen Beihilfe zur Terrorismusfinanzierung. Das soll eine Staatsanwaltschaft prüfen. Und wenn sich in Berlin bei der Staatsanwaltschaft irgendwann die Anzeigen stapeln, dann kommen sie auch nicht drum herum, irgendwann mal zu ermitteln. Es gibt jetzt hier nur ein Verfahren in einer Visa-Affäre, das lassen sie im Sand verlaufen, so wie sie vieles im Sand verlaufen lassen. Aber wehe, du und ich, wir sagen das Falsche gegen diese Regierung. Es gab heute 70 Hausdurchsuchungen in Deutschland wegen Hass und Hetze im Internet. Bei mir waren sie nicht. Wenn sie bei einem von euch waren, schreibt mir unbedingt eine E-Mail oder einen Kommentar. Ich würde darüber gern berichten, aber nur, wenn ich mit Betroffenen direkt sprechen kann. Es gibt jetzt hier noch eine Antwort von eben Felor Baddenberg, der zuständigen Justizsenatorin in Berlin. Sie sagt, Zitat, wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern. Ja, bla bla bla, zu laufenden Verfahren nicht äußern. Da sage ich mal so, es ist ein Ermittlungsverfahren, bei dem seit über einem Jahr kein mitteilungsfähiger neuer Sachstand vorliegt. Und wem wollen Sie das erzählen? Also Sie wollen hier dir und mir einen Bären aufbinden und denken, wir sind so blöde und verstehen nicht, was hier läuft. Ich habe es von Anfang an geschnallt. Sie wollen Frau Baerbock nicht antasten, denn Sie kaufen sich damit Ihren nächsten Posten im politischen Berlin. Und das ist das Schlimme an diesem verkorksten System. Sie sind nicht ehrlich, Sie decken sich alle selbst. Dabei müssten Sie mal gegen eigene Leute vorgehen, die wirklich Dreck am Stecken haben. Andi Scheuer wäre der Erste, von dem würde ich mir das Geld sofort zurückholen, was er bei der Maut zum Fenster rausgeblasen hat. Und bei Frau Baerbock würde ich mal weitermachen. Die ganzen Aufnahmen aus Afghanistan, auch das Bundesaufnahmeprogramm, da muss man mal sagen, Sie schreiben selbst im Bundesaufnahmeprogramm, es ist für die Ortskräfte und deren Familien, die der Bundeswehr geholfen haben, die aktuell bedroht sind von der Taliban. Und Sie schreiben, es gibt nicht nur welche, die in Iran oder in Pakistan ausgeharrt haben, bis man sie jetzt abholt. Nein, es gibt auch welche, die harren in Afghanistan aus. Und da muss man mal ehrlich sein, wer jetzt seit 3 Jahren in Afghanistan ausharrt als ehemalige Ortskraft, der wird auch von der Taliban nicht mehr verfolgt. Und für alle, die denken, dass der Attentäter aus Mannheim freigekommen wäre bei der Taliban in Afghanistan und als Held gefeiert, oh, dem muss ich aber leider sagen, ich habe mich mit den Afghanen hier unterhalten, es steht bei der Taliban in Afghanistan auf Mord eine Hinrichtungsstrafe. Ja? Also wer von der Taliban bei Mord erwischt wird, der wird hingerichtet in Afghanistan. Das heißt, wenn wir ihn dorthin abschieben und hätten die diplomatischen Beziehungen mit diesem Land, die Frau Baerbock verhindert, sie möchte das nicht, aber wenn wir die diplomatischen Beziehungen auch zu einem Terrorstaat hätten, ja, dann könnten die uns garantieren, dass die Strafe dort vollstreckt wird. Da würden in Deutschland natürlich alle wieder von Bord springen und sagen, wir können niemanden abschieben, wenn er dort hingerichtet wird. Und dann stelle ich mir immer nur die Frage, warum nicht? Warum müssen wir Leute, die hier gemordet haben, vor ihrer eigenen Ermordung schützen? Sie hatten ihre ganzen Rechte bis zu dem Tag, wo sie diese Straftat begangen haben. Und dann soll auf einmal die Menschenwürde wieder über sie heraufbeschworen werden. Da sage ich, nein, Leute, schickt sie dahin zurück, wo ihnen die gerechtere Strafe droht. In Deutschland gibt es lebenslang Gefängnis und das sind nur 20 Jahre. Danach kommt er wieder frei. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Schickt ihn zur Taliban und lasst euch von der Taliban schwarz auf weiß geben, dass sie das deutsche Urteil vor Ort vollstrecken. Es gab schon über ein Dutzend Hinrichtungen seit der Taliban, also es wird auch praktiziert eben von diesen Islamisten. Ja? Ich bin gespannt auf deine Meinung, schreib mir mal einen Kommentar. Wie siehst du das? Hast du Frau Baerbock auch schon angezeigt?
Damit mache ich Schluss und vergiss nicht meinen Telegram-Kanal. YouTube möchte manchmal dir die Videos nicht zeigen und schickt dir keine Benachrichtigung. In Telegram verpasst du nichts, dort wird nicht zensiert. Damit bis bald.